Ahoi, was geht ab, Leute? Domi mit am Start, unser Gast heute dieses Wochenende. Wir haben schon ein paar Videos gedreht, könnt ihr gerne abchecken. Alle natürlich verlinkt. Wen haben wir hier? Ming Lee, meine Freunde. Woher kennt man dich so? Ja, von früher, von Yu-Gi-Oh!-Spielen und diversen anderen Kartenspielen, würde ich sagen. Ganz gespannt. Andere Businesses, wie Kalessa, gewisse. Darum geht's natürlich heute. Ja, ich dachte mir so, wenn ich in München bin, besuche ich mal Hong und so allen und die ganze Super Safety Crew. Und wir haben gerade, glaube ich, ein Sandwich-Video gedreht und da haben wir ein bisschen über Bitcoin und sowas geredet, über Kryptowährungen. Immer wenn man mit uns abhängt, genau. Du bist Bescheid. Leider, ich hoffe Barisch, du siehst das, ich wollte eigentlich so mit euch beiden so einen Talk führen. Und bist du natürlich nicht da, aber gut, Hong hat natürlich auch übertrieben viel Ahnung und da dachte ich mir so, hey. Nicht, natürlich nicht so viel wie Barisch, aber. Ja, hey, aber. Ich hoffe, es reicht. Ja, ich dachte mir so, hey, ich will ja auch demnächst jetzt einsteigen und so. Ich habe auch so ein bisschen hinter der Kamera mit Hong geredet und so. Und dann meinte Hong so, hey, lass doch ein Video verpacken und so. Dann muss ich das nicht zweimal erklären und er hat dann auch. Aber das ist auch so ein kleiner Trend jetzt, oder? Wo, mega. Ich habe zum Beispiel jetzt gestern auf Twitter, Janina hat darüber gepostet. Sie so, also ASMR Janina, dass sie sich da gerade reinfuchst und da auch ein paar Fragen gestellt hat. Das ist so dieser neue Pokémon-Trend, würde ich sagen. Ja, okay. Also davor gab es ja diesen Pokémon-Trend, so jeder hat mit Pokémon-Karten angefangen. Und jetzt dadurch, dass halt so Unge so ein Real Talk gemacht hat, dass er so, ich glaube, so ein normales 20-minütiges Video gemacht. Na, das war echt. Also ohne Livestream so. Und wenn Unge halt ein Video macht, wo er Real Talk redet, denke ich mal so, dass es halt auch schon so ernst ist. Und seitdem, auch dass ich jetzt in Köln bin, so jeder springt jetzt auf diesen Zug auf und informiert sich und versucht sich. Und Grüße gehen raus, also falls Dave das sieht, der hat ja auch, Dave, also der Heinrich, ne? Ja, er hat so Aktien, der hat GameStop investiert. Genau, und dann hat er sich jetzt seinen Tesla, hat er jetzt, ja, sich damit finanziert. Und das ist jetzt auch, glaube ich, so ein... Aber nicht böse gemeint, darüber haben wir auch geredet. Mhm. Aber kein Cashflow, mein Freund. Und das ist unsere Spezialität, was die meisten nicht wissen. Schritt 1 natürlich, investieren, dies, das, Bitcoin kaufen. Schritt 2 aber, der geheime Schritt. Du kannst was mit deinem Bitcoin machen. Du kannst sie investieren, du kannst daraus monatlich deinen Cashflow generieren. Und so haben wir hier das Ganze hier aufgebaut. Wir machen Real Talk, 5-stellig im Monat, einfach weil wir unsere Bitcoin weise investieren. Keine Risiken, kein jeden Tag auf die Charts schauen, jeden Tag irgendwie handeln, traden. Nichts davon, einfach nur die Renditen nutzen, die Prozente, safe alles und einfach nur die richtigen Schritte machen. Okay, warte mal. Cashflow bedeutet sozusagen, dass du halt, wie ich gerade jetzt mitbekommen habe, du hast dein Geld, du investierst dann sozusagen weiter, und um das sozusagen zu vermehren und lässt es nicht so einfach irgendwie so... Genau, Unge zum Beispiel hat ein Video gemacht, der hatte glaube ich irgendwie 19,5 Bitcoin, auch krass viel gekauft. Wenn er risikofreudig ist, auf die Hälfte davon irgendwo gut anlegen, die würden monatlich so und so viel Rendite schaffen. Ja, ich habe es auch vorher gesehen, so. Also ich habe mir das Video jetzt ja nicht so angeschaut, weil ich mich jetzt gar nicht so reingefuchst habe, aber ich bin so durchgesäppt und ich habe halt gesehen, dass er halt so fast eine Mille hat, so, ne? Das ist halt schon geisteskrank, so heftig. Und der meinte ja irgendwie so, ja, ich lasse jetzt mal hier und da und so, aber ich weiß jetzt nicht so. Also mein Schritt wäre, also wenn ich jetzt keine Ahnung hätte, ne? Genau, ich würde mir jetzt einfach, wie schon vorhin gesagt habe, ich würde eine gewisse Summe nehmen, ich würde das reininvestieren und dann würde ich warten, bis zum Beispiel, dass ich Gewinn haben würde, dann würde ich den Gewinn rausnehmen, also wie ich das jetzt machen würde. Okay. Und mit dem weiteren, also das, was ich ja noch jetzt drin habe, also das, den nur das, genau. Den Reingewinn, ja. Ja, den Reingewinn würde ich rausnehmen und das, was ich ja noch habe, würde ich dann noch weiter investieren. So würde ich es halt jetzt spielen, so mäßig, so, ne? Aber da ich jetzt hier. Okay, aber wieso willst du deinen Einsatz wieder rausholen? Nur wegen der Sicherheit, oder? Genau. Damit du sagen kannst, ja, okay, ich spiele nur noch mit dem Plus weiter. Ja, ja, ja. Also, so würde ich jetzt denken, jetzt wenn du mal ganz ehrlich sind, so, ne? Also, okay, ich würde okay. Genau. Weil, dann würde ich am Ende, würde ich es einfach für mein Gewissen so vereinbaren, so, ja, wow, ich habe jetzt Gewinn gemacht, ich kann mich jetzt entspannt zurücklehnen, mäßig so, und dann weiter. Und optimal wäre es für mich, wenn ich halt am Ende die Summe halt komplett drin habe, dann wäre es mir wirklich, okay, es ist Geld, aber dann wäre es mir echt scheißegal sozusagen und wird dann halt dann komplett damit umflexen. Weißt du, so würde ich es halt angehen, so, ne? Das aber natürlich, bin ich jetzt ja hier. Den muss man um echt sein eigentlich verlieren, weil du darfst nicht, wenn du Geld in Bitcoin hast, darfst du nicht denken, okay, das Geld ist irgendwie investiert, das ist in Gefahr oder so. Mhm.
Unser Gedankengang ist, Bitcoin ist sicherer, Geld in Bitcoin ist sicherer als Geld auf der Bank. Achso, ja, das so oder so. Also, wie gesagt, so, hab ja auch nicht so viel immer da. So. Nee. Okay. Aber zum Beispiel jetzt als Vergleich, ich weiß nicht, ob deine Zuschauer das wissen, ob man das sagen darf. Wir haben früher ein bisschen gepokert, dies, das. Wenn du pokerst, hast du ja auch gerne einen großen Stapel, damit du andere covern kannst, wenn die All-In gehen und so. Ja, ja, deine Range. Und, du gehst ja nicht, wenn du einmal verdoppelt hast, nimmst du nicht die Hälfte raus und zockst nur noch mit dem weiter, was du hast, sondern du bist ja gerne Big Stack, damit du viele Moves machen kannst, damit du auf die anderen reagieren kannst und so, damit du Druck aufbauen kannst. Und dasselbe ist so ungefähr jetzt beim Investment. Wenn du jetzt direkt wieder Ding rausnimmst, wird ja auch deine ganze Rendite dann auch wieder direkt weniger und so. Okay, okay. Und wir arbeiten ja mit dem Zinseszinseffekt, das heißt, alles was wir machen, kommt direkt wieder rein und dies erzeugt dann wieder was und dann immer so wie so ein Schneeball, der immer größer wird. Ah, okay, okay, okay. Das ist so, okay, genau. Okay, dann macht es ja auch natürlich eher Sinn, dass man sein Geld dann drin behält. Also wie gesagt, der Poker-Vergleich war ziemlich gut. Aber ja, krass, okay, ja gut. So habe ich es halt nicht gedacht, weil für mich ist eher so, wenn ich jetzt Poker, das kann ich auch frei offen sagen, so nur für den kurzen Zeitraum spiele ich dann mit dem Big Stack, aber ich weiß sozusagen, nach einem kurzen Zeitraum bin ich ja eh raus. Weißt du, deswegen war das halt so gedacht, aber ja. Aber man müsste dann theoretisch, wenn man jetzt so das System spielt, oder halt, wenn man jetzt da mitspielt, müsste man mit der großen Sicherheit oder mit dem großen Gedanken hingehen, ich könnte alles von mir verlieren. Ne? Potenziell ist immer da die Möglichkeit, ja. Kann man immer sagen, okay, Bitcoin geht auf Null. Okay, okay. Wenn du natürlich Bitcoin-Leute fragst, die sagen dir natürlich immer, das ist sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. Aber keiner kann dir garantieren, dass es niemals passieren wird. Okay, okay. Ist natürlich immer potenziell da, ja. Okay. Und wann ist dann sozusagen der schlauste Move, in anderen Kryptowährungen zu investieren? Weißt du, was ich meine? Muss man da immer so wöchentlich immer schauen? Bisschen so. Ja, das ist immer schwierig. Also, Bitcoin ist natürlich Nummer 1, heißt auch so. Und alles andere nennt man Altcoins. Alternative Coins. Okay. Und das ist natürlich je nach Lage, was du denkst, was Potenzial hat, wie du aufgestellt bist, wie viel Portfolio du hast, wie viel Prozent du in verschiedene Sachen geben willst, was du gerade mit deinem Bitcoin machst, ob es sich da lohnt, was weiß ich, irgendeinen Altcoin mitzunehmen, der vielleicht sich jetzt verdoppelt. Okay. Weil in der Zeit natürlich Bitcoin kann auch steigen oder so, dies, das. Ja. Das ist eine sehr, sehr schwierige Sache, aber erster Schritt, ich würde immer zuerst Bitcoin und dann, wenn man sicher ist, wenn man sich mehr auskennt, verschiedene Sachen noch hinzufügen. Cardano von den billigen Plätzen wird da rausgeschehen. Mhm. Ist nicht schlecht, wir haben 2,5x mit Cardano gemacht. Ist situationsabhängig, aber da kann man auch viel verlieren. Jeder X-Beliebe kommt zu dir und sagt, hey, das ist der nächste klasse Coin, geh da rein oder so. Aber wie wird das beeinflusst? Weißt du, was ich meine? Warum? Dass ein Coin klasse ist. Ja, genau. Also das ist sehr kompliziert. Natürlich die Technologie, die Infrastruktur dahinter. Okay. Aber all in all zum Beispiel, wie perfektes Beispiel. Es muss einfach einer kommen, der extrem viel Geld rein investiert. Ja, Pump and Dump nennt man das. Genau, das hat ja auch Elon Musk gemacht. Genau, also mit Doge, das ist auch so ein perfektes Beispiel. Doge ist eigentlich ein sehr schlechter Coin. Ja. Das ist einfach nur ein Hype-Coin, der und Fun-Coin, Meme-Coin, Doge natürlich. Und klar, man kann damit auch Gewinne machen. Ich habe auch damit auch 2,5x gemacht. Aber. Was ist dieses 2,5? Also mal 2,5 mal. Achso, okay. Genau. Ja. Okay. Aber wenn du schon gesagt hast, es macht doch dann gar keinen Sinn. Also, wenn er nicht über einen Dollar gehen kann oder nicht an den Dollar ankratzt, wieso sollte man das einfach. Denkst du, er hat einfach das aus Gaudi gemacht? Oder? Boah, man weiß nicht, was Elon Musk so denkt. Ja, bei schon, ihm ja. Ist. Elon Musk ist andere Sphäre. Also. Okay. Ja, ich finde das. Das kann man eigentlich nicht wissen. No. Aber allein wegen ihm ist auch Bitcoin jetzt explodiert. Also er ist dann reingegangen, also er bzw. Tesla haben die mit aufgenommen und seitdem Bitcoin nur noch am explodieren. Ja. Bei wie viel steht der jetzt gerade? Um die 50.000 Euro, 60.000 Dollar. Wow. Was ist deine Prognose? Dieses Jahr noch? 100? 100.000, ja. Mhm. Damit rechnen wir eigentlich schon. Mhm. Also für alle, die es interessiert, ich bin ungefähr bei 4 bis 5.000 eingestiegen. Da habe ich eine große Menge investiert und dann seitdem haben wir die immer weiter investiert, immer mehr Dinge gemacht. Okay, aber was wäre jetzt der plausibelste Schritt oder so eine Gliederung, wenn ich jetzt einsteigen möchte? Okay.
Also sagen wir mal, ich habe eine Summe X. Summe X, ja. Eine große Summe X sozusagen. Und würde jetzt einfach... Sagen wir einfach mal fiktiv. Okay, fiktiv. Fiktiv, sagen wir mal fiktiv. Fiktiv so 10.000 Euro. Das ist eine gute Summe zum... Ja, ungefähr. Für Beispiele zum Rechnen, ja. Ja, ja, genau. 10k ist perfekt. Dann kann man das gut irgendwie splitten und alles. Sagen wir mal, ich habe jetzt 10k. So, was soll ich jetzt mit diesen 10k investieren oder kaufen, um es halt... Also long-term-mäßig, um da den das Maximum rauszuholen. Was würdest du da denken? Also Long-Term und Maximum sind zwei verschiedene Sachen. Also wenn du Long-Term gehst du ja eher auf sicher, was in der langfristig steigen wird. Und Maximum rausholen ist, du gehst jetzt auch in okay. Sagen wir, nee, ich will lieber diesen safen Step gehen, weil es ja eine große Summe ist. Der allersafeste Schritt ist, du kaufst dir Bitcoin. Ja. Jetzt ist er gerade wieder ziemlich hoch gestiegen, vielleicht willst du ein bisschen warten, dass er wieder dippt, immer beim Dip kaufen. Und es ist immer noch nicht zu spät, weil es gibt immer so viele, die sagen, damals, yo, 20k hat er erreicht, ich warte, bis er unter 20k geht, dann kaufe ich. Und er ist nie wieder unter 20k gegangen. Okay. Also, am besten einfach kaufen. Und dann, der sicherste Schritt ist, du machst gar nichts damit. Aber das heißt nicht, dass du viel Gewinn dadurch machst. Also nur das, was er an Wert gewinnt, das würdest du an Gewinn machen, wenn du ihn einfach nur liegen lässt. Ah, okay. Das war aber jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten. Du kannst ihn landen, staken und was wir machen, Liquidity Mining bzw. Yield Farming ist das. Schritt 1, Landing. Das bringt dir ungefähr 5-6% jährliche Rendite. Landing heißt... Du verleihst ihn. Also ich verleihe ihn an andere sozusagen? Genau. Okay. Und da kommt das einzige Risiko. Das ist nicht mehr dein Coin, aber natürlich... wird dafür gehaftet, die Seite und so, die ist das, wo du das verleihst. Mhm. Ich meine, was weiß ich, zum Beispiel PayPal oder wenn du es auf der Bank hältst, ist es ja rein theoretisch auch nicht genau dein Geld. Ja. Ist ja auch dritt. Achso, okay, also nach dem Prinzip, okay, verstehe. Dann, du meinst, du kriegst 5 oder 6% jährlich, genau, in Bitcoin, das ist das Geile, in Bitcoin. Achso, man kriegt das nicht so, so ein Cash-mäßig, genau. Sondern einfach als wir reden nie von Fiat, also Fiat ist Euro, Dollar und so, wir reden nie davon, wir reden immer von. Okay, dann kriegst du als Krypto raus, okay. Das Geile ist halt, dieses, was du zurückbekommst, das kann ja auch noch steigen, je nachdem, wie viel Bitcoin steigt. Ja, genau. Weil wenn du, sagen wir, 1k bekommst im Monat, diese 1k Euro sind ja immer 1k Euro. Ja. Aber wenn du, sagen wir, 0,001 Bitcoin bekommst, ja. Diese 0,001 Bitcoin könnten so und so viel mehr wert sein in ein paar Jahren. Okay. Das ist das Geile, ja. Okay. Und das haben wir jetzt 2020 den größten Teil gemacht. Bisschen da aufgebaut, natürlich ist das jetzt nicht so viel, aber je nachdem wie hoch der Bitcoin explodiert, ist das natürlich, man nimmt jeden Satoshi mit, genau, das haben wir dann gemacht. Aber an sich ist schon heftig so, ne, also 5-6% so, also ja, wenn man von 1000 geht, dann kriegst du ja 500 bis 600 raus, so, das ist schon gut so mäßig. So. Ja. Also wenn man halt rein, also nur so, ich denke jetzt einfach nur so. Okay, sagen wir, also wann würde sich das so ungefähr lohnen? Also wie lange sollte ich dann dieses Landing machen, theoretisch? Das hängt von dir ab und wie lange du da investieren willst. Du kannst sagen, okay, das ist meine Rente und ich stecke da jeden Monat so und so viele Bruchteile von Bitcoin rein, lass das im Landing die ganze Zeit laufen und auf einmal in 10 Jahren hat sich das so und so summiert. Ah, okay. Okay, und sagen wir mal so, ich bin jetzt eher nicht so der Typ, der jetzt so gerne wartet und so. Yeah. Also ich will schnelle Resultate. Das ist genau richtig bei uns, weil wir sind im Liquidity Mining Yield Farming. Das heißt? Das heißt, oh. Mach einfach nur so ganz schnell Oberbegriff, weil ich glaube, die Leute auf deinem Channel, die wissen das schon, was das so generell ist, aber so für mich so. Es gibt Börsen, ja. Wo man Kryptowährungen kaufen kann. Ja. Und jetzt gibt es dezentrale Börsen, wo die Börse, also der Drittanbieter, weggestrichen wird und die Leute an sich die Liquidität zur Verfügung stellen, die Bitcoin, die Ethereum, was weiß ich für Coins, zur Verfügung stellen, damit die auf der Börse, die dezentrale Börse, also die eigene Börse, gesorgt werden können. Das heißt, der Mittelsmann wird ausgelöscht und das, was der Mittelsmann bekommen würde, streichen die Leute ein. Und dadurch gibt es auch so hohe Rendite. Okay. Und du wirst halt belohnt dafür, dass du deine Sachen wie Bitcoin zum Beispiel dort zur Verfügung stellst. Okay, macht Sinn. Wenn ich es hoffentlich simpel genug erklärt habe. Ja, hab ich gecheckt. Okay. Und das macht ihr jetzt schon wie lange macht ihr das jetzt? Seit Dezember gibt es das. Mhm. Und ja, das sind 3-4 Monate. Mhm.
Was soll ich sagen? Momentan gibt es 100% Rendite darauf pro Jahr. Das heißt ungefähr 10% im Monat. Das heißt, kannst du dir ausrechnen, wir haben über 200.000 im Portfolio. Das heißt, 10% davon sind die 20.000 im Monat, die wir machen. Ach, schon heftig. Genau. Aber ihr seid ja nicht alleine, ne? Genau, das wird von allen zusammengestellt. Genau. Dementsprechend, je mehr da reingehen, desto höher ist dann auch der. Nein, desto niedriger wird der Prozentsatz. Ach, stimmt. Weil es ja aufgeteilt wird. Ja, ja, stimmt. Aber man braucht einen gewissen Anteil an Coins. Das heißt, du kannst nicht mit Bitcoin alleine da reingehen, sondern nur mit Bitcoin und in dem Fall auf der Seite ist es DeFi. Ah, okay. Das heißt aber, je mehr Leute da reingehen wollen, um da an diesem Pool mitzumachen und da ihr ein Stück von Kuchen zu bekommen, desto mehr Leute müssen auch diesen DFI kaufen. Und je mehr Leute den DFI kaufen, desto höher steigt er. Das heißt, das gleicht sich wieder aus. Okay, du kriegst weniger Rendite, aber die Rendite, die du bekommst, steigt an Wert. Je mehr Leute immer DFI kaufen. Ja, ja, jetzt check ich das, warum du vorhin gesagt hast. Ja, es macht doch Sinn so, warum jetzt rüber. Ja, ja, okay. Genau. Und ist es dann gängig in der, ich würde sagen jetzt mal in der Szene, genau, ja, dass die Leute sich immer zusammentun und immer so und so vorangehen, also seit Dezember, es gibt ja seit Dezember. Puls, ja, Puls ist ganz normal, okay, also. Okay, okay. Ja. Ah, okay, ja, dann macht es auf jeden Fall Sinn. Okay. Ja, habt ihr noch einen Platz in eurem Pool? Oder? Nee, der Pool ist von der Website, also das ist öffentlich, das ist nicht unser privater Pool. Okay, okay. Da kann jeder da einfach rein, der okay. da 50% von Coin und 50% von DFI da zur Verfügung okay. stellt. Okay. Ja, mega, mega cooles Video. Gut, ich werde jetzt nicht noch weitere Fragen stellen, weil sonst, glaube ich, wird der Rahmen des Videos gesprengt. Aber ich würde jetzt vorschlagen, wir machen das dann jetzt so privat so aus, dann können wir dann noch länger reden und so alles quatschen. Ich meine, wir sind ja immer fest in Kontakt. Und dann würde ich eventuell in zwei Monaten würde ich mich dann wieder hier hinsetzen mit dir und dann würden wir mal meine Dinger durchgehen, so, weißt du? Halt den Leuten halt zeigen, so, was halt so geht. Aber ansonsten, ich würde sagen, also wenn es euch mega interessiert und so Kryptowährungen und sowas und gerne die Videos sehen wollt, ich hab auf jeden Fall Hammer aus, Alter. Hat auf jeden Fall gut erklärt. Also mein Mindset ist jetzt ein bisschen geboostet auf jeden Fall, aber ich glaube, es ist halt so viel Luft nach oben. Ich glaube, es ist halt mega schwierig. Ja. Das jetzt halt jetzt in einem Video zu verpacken, so, ja, weißt du, was ich meine? Ansonsten müsste man da mehrere Teile machen und ja, so alles, aber... Ja, das ist das Problem. Ja, ja, aber an sich ist das schon cool, wir bleiben auf jeden Fall privat in Kontakt und ich denke, oder ich hoffe, dass ihr, die jetzt das Video anschauen, in zwei Monaten nochmal reinklickt und dann schauen wir mal, ob die Resultate dann da sind. Aber ich denke, es also in zwei Monaten, die Kryptowelt ist so schnell, in zwei Monaten kann sehr, sehr viel passieren. Ja, 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 ja. Oder wir können auch jeden Monat ein Update machen oder so, weißt du, ich meine, schauen wir mal. Seid gespannt. Ja, wann du Zeit hast, wann ich Zeit habe. Ansonsten, vergesst nicht, Hong zu abonnieren, checkt seine Videos ab. Ja, dann würde ich sagen, super saftig bleiben. Zeit für die Game Show, Leute! Danke fürs Zuschauen, ciao, ciao, ne?